Hallo zusammen, ich möchte euch hier ein ganz kurzes Video zeigen, wie ihr in Excel die erste Zeile fixieren könnt. Hier oben links habe ich sie schon mal markiert, die ist hier in Grau und immer wenn ich nach unten scrolle, verschwindet die natürlich. Wenn man sehr lange Excel-Tabellen hat, ist es echt mühselig, hier immer wieder nach oben zu scrollen, um zu schauen, welcher Punkt tatsächlich in einem Feld verwendet wird. Deshalb könnt ihr das ganz einfach fixieren. Ihr müsst dazu nicht mal die Zeile auswählen. Ihr geht einfach oben auf Ansicht und klickt nun auf Fenster fixieren, oberste Zeile fixieren. Klick und schon funktioniert's. Wie ihr seht, wenn ich nach unten scroll, bleibt die erste immer stehen. Und das ist beim Arbeiten echt perfekt, weil ihr müsst nicht immer nach oben scrollen, um eure Daten zu prüfen. Super, danke. Hoffentlich hat es euch gefallen und ihr könnt es benutzen. Servus.